Stefan ist natürlich der wichtigste Spieler für uns. Er ist der Point Guard, er ist der Leader der Mannschaft. Also es ist unverzichtbar, so wie in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat. So, in so einer Form brauchen wir ihn für die Playoffs, damit wir erfolgreich sind. Und mit ihm steht und fällt alles, unser ganzes Spiel und unser ganzes Spiel. Deswegen denke ich, dass er der wichtigste Mann für die Playoffs für uns ist. He's definitely key for us, being the captain of the team. He plays great defense and he's kind of the energizer when he gets out there. And yeah, he's kind of a rough guy, kind of puts a little spark in our team, and that's what we need every now and then. And he brings that, and he's the best on the team at doing that. I mean, Braden is the guy who understands the game. Probably, maybe the best or one of the best shooters in our team. We need his leadership and his his defense and what he brings to the table. He can help us a lot. He's a great player, and even last year when we play against Ulm, since then I had a lot of respect to his game. You know, he has good height. He can knock down the three ball as we've seen, and you know, he's a great player for our team, and he helps a lot, you know, on the defense end too. Erstmal seine Erfahrungen, die er aus der NBA mitbringt. Und zum anderen ist Jared ein kompletter Spieler, der werfen kann, der unglaublich athletisch ist und wenn er will, der beste Verteidiger auch sein kann. Also Jared bringt ganz viele Qualitäten mit und ohne ihn wird es ganz schwer. Karim muss natürlich bereit sein, uns immer zu helfen, uns zu unterstützen und natürlich die Minuten, die er bekommt, auch gut nutzen, uns in der Defense, im Rebound und auch vorne helfen. Also ich glaube, Karim ist genauso wichtig wie jeder andere bei dieser Mannschaft. Alex King ist für mich ein Spieler, der immer mit sehr viel Herz spielt und sehr viel Energie und egal, er ist immer bereit und wenn er eingewechselt wird, dann gibt er eben alles und ich glaube, sowas pusht das Team immer und das ist ja das Wichtigste, vor allem in den Playoffs, dass die Mannschaft immer mit der richtigen Energie spielt. Nihat ist wichtig für die Playoffs, weil mit seiner Energie, mit seinem Zug zum Korb kann er das Spiel schnell ändern und auch mit seiner Energie in der Verteidigung, in One-on-One-Situation, macht er einen sehr guten Job und wir brauchen seine Körbe von der Bank. He's definitely gonna help out a lot. He's just a great guy all around. He's great for me and for the team. Me personally, going against him every day is making me better. So just having him on the team with all his qualities he brings to the court and off the court is gonna help us out tremendously. Cool, im Team zu haben, ist ein guter Typ. Immer wieder witzig. Ich denke, was vor allem bei ihm raussticht, ist seine Athletik. Mit seinen spektakulären Zehen reißt er uns immer wieder regelmäßig als Team mit und auch die ganze Halle und gibt uns da immer wieder einen enormen Push. I mean, Milo has been doing tremendous job, especially since I got injured from the end of January. You know, he stepped up really. His biggest strengths are he's big for position four, you know, mobile. He can play close to the basket. He has good character, you know, winning mentality. So all that is making him complete package, and I hope he will keep playing like that until the end of the season. Mashwan can help us just by, I mean, the support that he's been giving us throughout the season, and I mean, he still has a lot of experience. One of the most experienced guys on the teams, and he's been here plenty of times. He's won plenty of times, so. He's a winner, he's a champion, he knows what it takes to get to that level. Pa što se Ređe tiče, on je jako bitan igrač za sve nas i za celu ekipu. I sami ste videli tokom ove suspenzije koja je bila od tri utakmice koliko smo problema imali bez njega. Tako da drago mi je što se vrati u tim i što je juče imao doprinos da eto ostanemo na prvoj poziciji. Što se samog play-offa tiče, ne samo Ređe, nego svi ostali igrači su sigurno motivisani pred start play-offa. Kroz ovih par utakmica koliko je ostalo do samog kraja, trebamo da pripremimo formu da bi bili spremni za play-off. I mean, since I got injured, I'm trying to stay as positive as possible at the moment, you know, to give some positive energy to the team. Hang around, you know, joke a little bit, and that's it. That's my help at the moment. You know. München sieht rot. Playoff 2018.